Hat ganz gut funktioniert. Ja, das denke ich auch. Ja. Nehmen wir es gleich nochmal, oder? Machen wir gleich nochmal, Schatz. Ja. Hab ich nichts. Hast du immer so Lust? Schwarzel voll. Ja. Dann schauen wir mal, was das so bringt. Okay, ich brauche das Dreieck von dir. Der Gast wurde hinzugefügt. Gott sei Dank. Ohne ihn hätte ich gar nicht spielen. Was will ich noch nicht, obwohl ich der Gast bin eigentlich. Gell? Gegner gefunden. Das geht ja flott. Das geht flott. Aber ja, aber... Oh Gott. Bitte nicht. Ich hab da so einen Gedanken. Weißes Ballett. Ja. Scheiß weißes Ballett. Scheiß weißes Ballett? Ja. Ah, gut. Passt. Das war bestimmt schon weißes Ballett. Das ist ja ein schweißes Ballett. Was ist denn da los? He? Das war zensiert. Also, schweißes Ballett. Da kommt jetzt bei YouTube noch keine FSK-Freigabe. Wäre auch noch immer. Was meinst du? Na, das war fad. Das Einzige, was kommt, was jetzt gerade in den Staaten, in der Beta, glaube ich, ist, ist, dass du monatlich zahlen musst für gewisse Abonnenten. Oh je. Ja, obwohl, je nachdem. Ja. Willst du auch mit über 100.000 hast zum Beispiel? Oder so? Ja, ich finde es eigentlich nicht schlecht, dann können die Werbung weglassen, dann kann halt, haben dann ihr festes Budget, was weiß ich, wissen, okay, ich habe keine Ahnung, 5.000 Abonnenten, die mir jeden Monat 5 Madrid, wer jetzt gedacht, die mir jeden Monat 5 Dollar geben oder so, dann hast du ein Budget und kannst dann planen. Ja. Das stimmt. Ich finde es eigentlich nicht schlecht. Gut, bitte wird es natürlich, wenn du am liebsten von 20 Leuten gleichzeitig die Videos anschauen würdest. Ja, es wäre halt dann daher irgendwann. Ja. Kommt halt darauf an, wie du zahlst oder zahlen musst oder so. Ich hab's nicht genau verfolgt. Ich weiß bloß bei mir, also bei uns, wenn du jetzt Videos hochladest und so, dann gibt's die Option zwar, aber dann wollten wir mal drüber informieren, ob steht bloß da, dass es halt in Deutschland nicht verfügbar ist. Halt, stell dir mal vor. Stell dir bloß mal vor, du bist, also Let's Player haben ja ziemlich viel teilweise, gell? Oh mein Gott. Ja. Oh, halber der Hüttenbäcker. Viel Abonnenten. Und jeder zahlt 5 Euro und du hast eigentlich bloß in Anführungsstrichen 5.000 Abonnenten. Die Summe leckt mich am Arsch. Ja, okay. Du kriegst ja 25.000 Euro, oder? Haben wir verrechnet, oder? Ja. Das war ja brutal. Jetzt fangst du das Lecken an, das gibt's auch nicht. Schade. Wer ist das Ausrufezeichen? Ausrufezeichen! Geht das oder nicht? Nehmen wir mal. Ich glaube, für unser Spiel, also brauchen wir mal eine andere Formation, kann ich sehen. Ja, wir haben so viel mit Menu früher gespielt, da waren wir so stark. Ja, da war die Mannschaft ja auch noch stark. Ja, aber ich meine, oh, es sind ja noch andere starke Mannschaften. Oh mein Gott, jetzt denke ich immer genau auf die Füße. Was ist denn das jetzt mit dem blöden Gelege? Ja. Also es tut mir leid, dass wir jetzt gerade hier ein Gelege-Spiel aufnehmen, aber an uns liegt es nicht. Kann ich ganz klar sagen. Mein 100.000er, die Sende, das ist ein bisschen FIFA-Zocken aus. Es läuft auch nichts anderes nebenbei. Keine Downloads, nichts. Ich lade mir keine Pornos runter oder sonst was. Boah, das war knapp. Ja. Was, du lässt da keine Pornos runter? Nee. Ja, ich weiß, das ist ja enttäuschend. Aber warum lese ich da gerade geile Ischen auf Madrid 3? Was? Weißes Ballett auch. Ja, schau nicht die ganze Zeit auf dein Handy-Display. Achso, sagst du gleich. Gut, das kriegt mir bekannt. Pass auf. Ja, ich weiß schon, was du machst. Du Fuchs! Das ist so geil, dass das funktioniert. Das ist so geil. Eine witzige Neuerung hier. Übrigens, für die, wo zuschauen und für den Fall der Fälle, dass es noch nicht online sein sollte, ich habe heute bei Origin die Nachricht bekommen. Ich weiß, man spielt das bekommt wahrscheinlich anders aus. Dass jetzt. Halleluja! Entschuldigung. Okay. Dass jetzt irgendwie FIFA World rausgekommen ist. Ich habe die Vermutung, dass es so ähnlich ist wie Need for Speed World. Was ist Need for Speed World? Ja, da kannst du halt auch Autos haben, du fährst halt Internet gegeneinander und kannst dann mit Payware kannst dich das Autos kaufen. Und andere Autos freischalten. Egal. Auf alle Fälle habe ich die Vermutung, dass das ähnliche ist. Bin mir aber noch nicht sicher, habe noch gar keine Informationen dazu bekommen. Ich wurde ehrlich gesagt mit der Open Beta total überrascht. Ich werde dazu einen Let's Check machen. Also, wer Lust hat, einfach mal vorbeischauen.
Vielleicht kann, mag ja der eine oder andere von euch, die mich dann spielen. Einfach melden. Aber das werde ich dann in dem Video Nummer 1 sagen. So, Watch, jetzt würde ich sagen. Mit Zeit für Tor. Ja, aber bitte nicht von Madrid. Ich wollte es nur mal schnell dazu gesagt haben, weil der gerade so einen Angriff. Oh Gott! Oh mein Gott. Ja, genau deswegen! So genau deswegen! Das ist so ein Scheiß drin immer her. Ich mag es dann immer. Weil immer so Bauerntore erfallen her. So richtige Bayern-Tore sind das. Grutze, fix! Hey, nichts gegen Bayern. Ja, Bayern macht eine bessere Tour. Das ist ja schon. Das ist ja schon. Das ist schon Madrid-like. Das ist schon Hamiglasse, ist das. Hamiglasse hoch 3, ey. Das soll nämlich ein Typ sein, das ist 1 für 0. Das war Hamiglas-mäßig, ja, komischerweise. C-Glas, hallo? Oh, ich bring's jetzt einfach, mir scheißegal und du hast das geflext, ne, die scheiß Dinge. Mit Ansage, Grutze, fix. Rage-Modus off. Hä? Das ist das hier. Der war auch gerade funktioniert, aber. Ja, vielleicht müssen wir einfach öfters mal ragen, ne? Einfach mal abgehen hier. Einfach mal, ja, einfach mal den Hass rauslassen, den ganzen Hass, sich in der Arbeit ansammeln auf den Chef, auf die Freundin, sonst irgendwas, keine Ahnung. Alles kanalisieren und im FIFA raushauen. Auf die Filmindustrie, die. Was? Ja, auf die nicht. Aber auf die Publisher, die immer. Ach, scheiß die Mann, ich komm jetzt nicht aufregen, ich muss mich so aufregen. Oh! Nimm mal mit. Der war jetzt so nicht geplant. Ich wollte eigentlich vorher schon längst planen. Boah. Sehr nett, mein Gott. Hinter. Oh, ist noch. Ente. Das muss deiner sein. Ich muss ihn mitnehmen. Ah. Ich backen, muss ich backen. Jawohl. Roman! Nein. Stolli! Bene! Sorry. Roman. Moment mal, Roman ist erstens Dortmund. Wir spielen nicht Dortmund, wir spielen nicht zuerst. Zwei. Ika! Nein, auch nicht! Fuck! Jack, Peter, Alter! Schwarzer! Der Schwarzer steht im Tor, du Affe! Ah, ist langsam, hau mal so durch, ey! Gibst du nur die 95er Jahre, oder was? Ja. Ihr seid gut. Dort! Oh! Das war überraschend. Ich weiß. Nein, nein. Ich bin ruhig, oh Gott. Du weißt, was jetzt kommt, ne? Nur du, ich hab's hier. Achso, ja. Entschuldigung. So, jetzt mal wieder ordentlich aufbauspielen. Nur wir konzentrieren hier. Das ist schon wieder zu lustig, muss wieder mehr ragen jetzt. Das war Soft Rage. Oh Gott, zwei Leute und keine Kinder. Wir brauchen 100% Fuck Rage. Ja, Fuck Rage, Mann. What? Dann geht doch was. So haben wir es vorgestellt. Rage mehr. Oh, brutaler Rage. Rage tue ich ja gar nicht. Ich lasse Taten sprechen. Bam. Ja, so. Du aber auch fast, ne? Das war Rage. Hoch 3. Ja, und ich muss ja den Elfmeter wieder halten. Sicher, du kannst es am besten. Super. Oha! Der war brutal geholt. Ja, war aber der Gegenspieler da. Muss so sein. Warum spielst du in dem Fall nach hinten, wenn er gerade nicht auf mich zu? Tauert raus! Das ist immer zu, das ist so ein Millimeter-Sauffall, der Tor. Das war jetzt total die Verkrampfung. Irgendwie sprinten, versuchen noch hinterher zu grätschen und gleich aus dem Tor raus. Ja, mein Rage-Modus war gerade down, deswegen ist das Kosovo. Oh! Und Hosenbanger gerade. Tut mir leid. Tut mir fucking leid. Fucking leid. Fucking leid. Nein, bitte nicht. So, jetzt kriegst du noch mal. Ich hab hier die Bremse drin. Ach du Kacke, Hammer. Hammer! Safe! Aber den Nachschuss. Situation kriegen wir nicht. Kimmer, ja. Du machst es am rechten Flügel übrigens sehr sensationell. Dankeschön. Ich klär eigentlich bloß, ich schau, dass du in der Mitte eigentlich da irgendwie. Ja, pass auf, ist doch ein gutes Spiel. Wo nochmal sowas. Ja, was hab ich gemacht? Kreis anstatt Dreieck. Nein. Ich wollte eigentlich nur einen Ball wegspitzeln. Ja, sag ich. Kreis. Jo. Also, jo. Aber du hast gemeint, ich hab schon passt, oder? Achso. Ja, können wir ja nochmal schätzen. Sonst hätte er jetzt leider mal nicht gefangen. Dann muss er nur warten, bis er noch einen kriegt. Ich gehe davon aus, dass er gut warten kann. Aber wir nicht. Nein. Don't. Der Weg ist das Ziel. What the fuck?
What the fuck, warum passt du eigentlich nicht mal? Weil das mir total Kirigrock gemacht hat. Der Weg ist das Ziel. Ist er nicht? Ja. Rage-Modus, Rage-Modus, hauen Rage-Modus jetzt, ne. Das war... Und die Arsch noch dazwischen. Ja, jetzt brauchst du nicht mehr anfangen. Rage. Jetzt fix deine scheiß Sonne! Zeig schon L1, L2 im Kreis, verdammt. Nicht L1. Jetzt bist du eins. Keine Ahnung. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Also mir auch mal das hier, warum muss ich ja alles alleine machen? Hallo, ich war bei dem Oma noch. Beim Zurücksprinten. Beim Zurücksprinten vielleicht einmal. Ja, vielleicht mal L1 drücken, Spiel weg, ne? Wenn man hier mitten nehmen. Mein Rage geht gerade in die Tasche. Wir haben kein Spieler mehr dauern, Leute, ich läuft die Sau, ey. Was macht denn der andere hinten? Der sandelt da rum. Der hat rechts, gell? Nein, der 13 in der Mitte. Sandelt da rum. Der wird rausgegeben, der wird verkauft. Ich ruf morgen den Uli an. Du bist verkauft. Blöde Horn in der. Ich ruf morgen den Roman an. Stimmt, den Uli gehört ja nicht mehr an. Angeblich hat er ja noch keinen Freigang beansprucht, gell? Wie jetzt? Der andere. Jetzt wird natürlich den erwischt, aber abseits. Echt nicht? Hönes hat noch keinen Freigang beansprucht. Er soll drin bleiben. Beanspruch, sage ich schon, beantragt. Der hat nichts zu beanspruchen. Der hat keine Ansprüche mehr. Ist vorbei. Ich komm zurück. Ich komm wieder. Jeden und alle Tage. Ich komm wieder. Keine Frage. Mein Boy! Ich hab doch noch einen Boy gehabt. Oh, du. Oh Gott. Ja, also ist boah, du kennst mich mal, ey. Ich mag nicht schon wieder verlieren. Jetzt relaxt mir Marsch. Tja, fix, ey. Ich hab schon dreimal geschossen, ey. Oh, Rage-Modus brutal. Ich falls ich jetzt vielleicht auch mal von Sprinten. Sage ich so viel. Ich mach's selber nicht. So, Rage-Modus brutal on. Ich hab keine Formel-1-Modus on. Brutal on, hab ich gesagt. Ich steh im Absatz. Ich hätte einfach mal früher spielen sollen. Ja. Rage-Modus off. On. off. Netto, sollst du nicht in der Abwehr ausschalten. brutal on, brutal on. Panik, Panik. Panik. Ich bin noch heute mehr. Mick zart. Ja, frech. Moin, ich warte auch die blöde Schiri. Da musst du nur einer kommen. Hallo, faul, Schiri. Rot. Schön, schöner Zweikampf. Oh! Wir haben den nicht gebucht. Ich hab auch mal gemeint, ich soll einfach da so komisch Schlupfer. Was war das an dir, ey? Ich hab einfach bloß gekreist. Oh, ich schmal, lad mal hoch, Tor des Monats. Was? So was Blödes. Ja, ich hab noch alles drin hier. Sicher. Gut, was wollen auch? Das Mikro ist so weit weg. Hallo, hört er mich noch? Keiner will ich hören. Oh. Hallo, spul mal! Das haben wir gerade Bude gemacht. Ich hab nicht gemacht. Oh, er hat ein Tor gemacht. Oh. Standing Ovations. Rage-Modus. Meiner. Abseits, ich hab's genau gesehen. Ja. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen hyperaktiv. Minimal. Hyperaktiv? Ich hoffe, du hast den. Oh. Ich hab dir verliebt in deinen Orangensaft an, nur nicht. Nur, dass du es weißt. NST, weiß ich nie. Nee. Oh, Scheiße. Ich hab letztes Mal einen Freestyle gemacht, was du da, oder? Nee. Will ich es hören? Nein. Doch, Freilich warst du im Edelstadion. Im Edelstadion? Ach ja. Jo. Nein, haben wir jetzt echt einen. Weh. Na ja. Du hast Schwalbe. Juhu! So gefällt mir das. Kein Elfmeter, das passt schon mal ganz gut. Ja. Der Abschluss gefällt mir nicht so gut. Nicht nur dir nicht. Der war komisch. Ich kaufe mir so fest. Okay. Echt das? Hör nicht, man zieht es mal mit dem Geld irgendwie aus. Irgendwie wäre es schon geil. Auf der anderen Seite, wenn ich mir mein Fernseher so anschaue, denke ich mir immer, ich bräuchte eigentlich erstmal ein Bus am Pferd. Ja, der lässt irgendwie langsam nach mit der Bildqualität schon nicht. Oh Gott. Ja, ich habe ja jetzt schon aufgerüstet. Endlich nach langer Zeit. Hat er geblockt, hey. Ja, jetzt schon brennt, hey. Wo ist er? Mitte, Titte. In der Bürse. Oh. Toll, da blockt er mich, der Penner. Man hätte ich wahrscheinlich auch so nicht bekommen. Nein. Ja, nicht. Ja, nee, ich steige zur Zeit immer zum Spaß in eBay mit. Ja, warum nicht? Vielleicht ist er mal irgendwo. Ich hab zum Beispiel letztens habe ich
erst in der letzten Minute ein mega geiles Angebot verloren. Das war eigentlich so geil. PS4, 4 Controller. Oh! PS4, 4 Controller geht. Nee, nicht geht, wollte schon mit ja sein. FIFA 14 und das in wie heißt das denn? Der Exklusivtitel? In irgendwas. Ah, in. Wie heißt denn jetzt? In Famous, oder? Famous, ja, genau. Und das zusammen hätte ich fast für 400 Euro bekommen. Da hat irgend so ein Depp halt noch kurz vor Schluss maximal geholt 500 Euro. Boah, Drecksel. Ja, der mies dann nicht, gell? Ja, das Beste war, es wurde dann für, ich glaube, 498 Euro oder so, wurde es dann ersteigert. Okay. Und der, wo es ersteigert hat, hat es dann aber nicht bekommen, weil du kannst ja bei eBay mittlerweile einstellen, was du mindestens haben willst. Okay. Also, bevor ja, genau. Wenn du es nicht kriegst, dann wird es ja nicht versteigert. Und der hat es dann nicht bekommen. Um, ich glaube, 10 Euro oder so. Ich hatte auch schon einen ersteigert. Boah! Oh Gott! Was war denn das bitte? Hübenberger! Ja. Ja. Ich hatte auch schon einen ersteigert. Für 398 mit 2 Controller und FIFA 14. War auch eingestellt, dass der Preis so gut ist. Damals hätte man da wieder ganz vor, wenn man dachte, ja. Ich stehe im Monat. Der erste Monat ein bisschen knapp vor meinem Geld. Finde ich halt ein bisschen. Einerseits gut, andererseits finde ich es auch scheiße. Ja. Und dann freust du dich, ich bin da und freu mich erstmal mir schnitzeln und dann. Ja. Dann mal wieder Trübsal. Jo. Nix, jo. Kriegt den nicht. Warum? Okay. Bis jetzt. Freistoß. Nein, ich sag, dass ich Stimme voll gemacht habe. Ich glaub's nicht. Ich hab nichts gesehen. Mein Gott, jetzt hätte die Zeit gehabt. Ein bisschen gedrückt habe ich nur. Nicht viel. Jetzt sind wir noch nicht mit. Das war immer echt schon wieder 3-2, das gibt's ja nicht. Kann ja nicht wahr sein. Ja. Bisschen haben wir noch. Zwei doofe Gedanken, scheiße. Ja. Ja. Vielleicht genug, also jetzt. Wir müssen drum bleiben. Muss jetzt echt sagen, ich finde die. Mittlerweile die Steuerung am PS3 kann ich mir so. Also ich habe es jetzt die ganze Zeit auf dem PC gezockt und ich finde, dass da die Manöver, was du eingibst, also die Befehle, ja, dass die da viel direkter übernommen werden. Ja, ist so. Ist wirklich so. Da hängt die Playsee hinten noch. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Ja, jetzt wird es aber ehrlich. So, jetzt gehen wir nochmal voll offensiv, weil es wurscht ist. Und dann schauen wir, zahlen wir viel besser raus. Also Pipifax wird es mal. Und gucken wir mal, was das wird. Komm, Ecke, nein. Kann der blöde Ball nicht zur Ecke auskullern, das gibt's nicht. Ich auch nicht auf. Das wird jetzt alles. Ja. Scheiße! Wir gewinnen einfach nicht. Obwohl wir eigentlich jetzt ganz gut gespielt haben. Muss man mal so sagen. Ja, fand ich eigentlich auch. Liebe Leute von Extemp, liebe Zuschauer, eure Meinung. Was meint ihr denn? Spielen wir gut oder ist das eher ein absoluter Zauberstab, was wir da machen? War diese Niederlage und auch die letzte Niederlage, war die verdient oder eher so, ja, habt ihr da ein bisschen blöd angestellt oder? Keine Ahnung. Eure Meinung würde uns interessieren, oder? Definitiv, also vielleicht habt ihr ein paar Tipps für uns, wie man das besser machen kann. Wie gesagt, wir waren einmal wirklich gut, ja. Aber es waren halt, da hat sich das noch viel anders gespielt, mit dem vom FIFA 10-Week-Ding bis jetzt. Ja, sie haben sich natürlich sehr viel getan, das stimmt natürlich. Die haben natürlich da auch viel reingesteckt. Es war auch viel Schmarrn dazu, muss man auch dazu sehen.